Achtung! Medizinisches Notfallpersonal, bitte umgehen zu Andockrampe 5. Ja gut, das sind nicht wir, wir sind an Andockrampe 7. Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Spezialfrachter brauchen wir nicht. Wir kaufen jetzt hier Gewittersturmraketen, und zwar 13 Stück. Gewittersturmrakete, gekauft. Diese Rakete kann auf Ihrem Schiff nicht verwendet werden. Ich will sie auch nicht verwenden, sondern verkaufen. Ich bedanke mich und wir docken ab. Damit ist Teil 1 der OTAS-Mission erfüllt. Jetzt springen wir nach Paranit Prime. Warte mal, war 3 Welt nicht hier um die Ecke? Ach so, 3 Welten ist da. Oh, ich habe gar keinen. Ich habe gar keine Energiezellen mehr. Das heißt, ich springe nirgendwo anders hin als Trantor Süd. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Erreiche System, Trantor. So. Kontrollzentrum, Alpha. Gut. Nein! Falsche Taste! Jipp! Jetzt sind wir angedockt. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. Alles klar. Abdocken. J. Und jetzt ist Paranit Prime gleich um die Ecke. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Alles. So, jetzt mal gucken. Wir suchen hier. Erreiche System, Paranit Prime. 10 Wespen. Moskitos, Hummeln. Hä? Moskito-Wespe-Raketen. Schwere Waffen, leichte Waffen. Nicht gut. Was hat mir denn da aufgeschrieben? Erweiterte Optionen. Enzyklopädie. Raketen. Wespen. Erhältliche bekannten Docks. Wird verkauft. Ah, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Gut, das heißt, das war mein Fehler. Ich brauche Familienstolz. Ah, PTNI. PTNI. Bin ich doof? Ich bin der Wespe, jetzt streiche ich da schon mal die Libellen durch. Also, PTNI gibt es Wespen. Rolks los gibt es Wespen. Im Ödland. Und Familienstolz. So. Gut. Und die Libellen gibt es in Wolkenbasis Nordwest. Das heißt, ich springe jetzt von hier. Priesterringe. Mal gucken, ob sie was in der Nähe ist, was mich interessieren könnte. Familienstolz. Priesterringe. Priesterringe war doch hier irgendwo. Ja klar, gleich nebenan. Zack. Zack.
Westtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, Priesterringe. So, und im Priesterringe finden wir Libelle-Raketen. Da sind sie. Produktionskomplex. Ungelenkte Raketen. Alpha. So. Na dann. Let's dance. Dann können wir nämlich die Libellen auch abhaken. Dann holen wir noch die Wespen. Und dann haben wir das Thema durch. Er kann uns die Otas wieder mit einer Kampfmission beglücken. Guten Morgen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar ist unser Priesterherzog erfreut, jemanden wie Sie an Bord willkommen heißen zu dürfen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, ich bin auch erfreut. Grüßt euren Priesterimperator von mir. So. Wir brauchen 19 Libellen. 19 Libellen. Libelle-Rakete. Gekauft. Diese Rakete kann... Ja, wissen wir. Nein. Und jetzt noch mal... Jetzt will ich sicher gehen. Ich will nicht noch mal... Ich will nicht noch mal falsch springen. Raketen. Wespe. So. Wird als Produkt verkauft. PTNI Hauptquartier. Da springe ich jetzt als erstes hin. So, also dann. Tschüss, Parani. Gruß an euren Priesterherzog. Profitloch, Profitbrunn, Pluto, Profitcenter, PTNI. Hallo, Freunde. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. PTNI Hauptquartier. So. Produktionskomplex. Schwarmraketen. Wespen, da sind sie. Jawohl. Produktionskomplex. Schwarmraketen. Alpha. Ach, kommt her. Du bist mein Schwarm. So. Na komm, gib mal ein bisschen Gas. Jawohl. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit, mit jemandem wie Ihnen großen Profit zu machen, erfreut. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wespen. Nein, ich brauche nur 10. Wespe-Rakete. Gekauft. Diese Rakete. Bohrsystemfertigung. Alpha. So. Wenn ich schon mal hier bin. MMC Hauptquartier. Nein. Schiffswerk Ausrüstungsdock. Digitales Sichtverbesserungssystem. Ausrüstungsdock, du bist mein Freund. Teladi Ausrüstungsdock. So. Ah, lohnt sich. Oh. Asteroid. Ach, den habe ich schon gescannt. Teladi Ausrüstungsdock. So.
Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit, mit jemandem wie Ihnen großen Profit zu machen, erfreut. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Erkundungssoftware, nehme ich mal mit. Erkundungssoftware installiert. Handelssoftware Mark 3 brauche ich hier nicht. Patrouillensoftware brauche ich auch nicht. Schnäppchenfinder installiert. Verkaufspreisfinder installiert. Gut. Ach. Kein Achtung, ich sage jetzt tschüss. So. Heimat der Otas. Da. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, Mist. 40, 50%, 60, 70, 80, Habe 90. Habe ich gerade gesehen? Da ist mein Treibstoff auf Rot gesprungen. Erreiche System, Heimat der Legende. Wie viel habe ich jetzt noch? 134. Ah, ich muss schon wieder auftanken. Ja, wobei, die werden mir ja keine weitere Mission geben. So. Otas Hauptquartier. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was soll's sein, Pilot? Ich hätte da etwas. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? 13, 10, 19. Stimmt, für 1,6 Millionen? Gefällt mir der Job. Eingehende Nachricht. Gefällt mir der Job. Und du wirst es nicht glauben, aber ich habe rein zufällig ein paar Raketen bei. Das heißt, ich könnte jetzt bei dir andocken und die Raketen geben. Sowas habe ich immer in der Tasche, mein Freund. So. Klick. Hi, ihr wollt Raketen haben? Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Eingehende Nachricht. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Wertsachen. Danke. Tschüss. So, Trantor. Genau, da komme ich gerade noch bis dorthin. Trantor Süd. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 40%. 50%, 60, 70, 80, 90. Achtmal haben wir jetzt. Sprung. Das könnte schon fast für eine L-Kristallfabrik reichen. Gleiche System, Trantor. So. Ich werde jetzt hier erstmal andocken und dann gucke ich mal, wie es Gunnes Kreuzzug geht. So. Undock-Vorgang erfolgreich. Jetzt willkommen bin ich zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen transferiert. Warum habe ich eigentlich so viel Krempel? Gelandete Schiffe. Zack, erweiterte Optionen, Warenaustausch. Jetzt mal gucken, Spring Blossom. Erweiterter Satellit. Geschützturm. Ach, ich habe keine Geschütztürme mehr an Bord. Gespenstraketen ist klar. Energiezellen. Feuerfalterraketen. Feuerfalterrakete. Transferiert. Kann weg. So, Prototyp Starburst ist klar. Ion. Ich habe die Ionkanone. Ach so, das waren die großen. Okay, Thema erledigt. So, mein Besitz. Gunnes Kreuzzug. Ist er immer noch? Gelb. Siliziumscheibe ist voll. Kristalle 7. Hm. 2000. Ach so. Ja, richtig. Ihr hattet ja gesagt, dass die eine Kristallfabrik nicht ausreicht. Das heißt, jedes Mal, wenn er ein paar Kristalle hat, verbraucht er die Energiezellenproduktion.
Aber wir kriegen jetzt hier reichlich Rasteröl zusammen. Gut. Okay. Das läuft erstmal so weit. Ach ja, und die Siliziumscheiben, die braucht der ja dann zum Produzieren. Nö, eigentlich bräuchte der die hier. Na komm, mein Freund. Mal gucken, ich warte jetzt mal die 15 Sekunden ab. Und dann sollte es sich eigentlich hier was regen. Ich meine, wir haben schon 2000 Energiezeller, der wird hier noch ein bisschen mehr brauchen. Ich werde hier mein Schiff hinschicken. Hä? War da nicht eben noch 15 Sekunden? Okay, da habe ich... Ach, habe ich wahrscheinlich falsch gelesen. Dann habe ich ja noch Zeit, mir mal die Siliziummine anzugucken. 1034 mal 1040 hat Energiezellen. Aber hat doch keiner was gekauft. Ja, logisch. Da wird sich auch so schnell keiner finden. Da muss ich erst den Sektor beleben. Aber so kann ich die Siliziumzellen ja hier rüberbringen. Nach Gunnes Kreuzzug. Ah, jetzt sind es 15 Sekunden. Und welche Zeug dann nach Gunnes Kreuzzug rübergebracht habe, ja, dann hat sich das erledigt. 5, 4, so, mal schauen, was draus wird. Zack. 1500, 1430 Energiezellen. Müsste jetzt nicht Energiezellen produzieren? Ach, dafür reichen die Kristalle auch nicht. Okay. Okay. Gut, ihr habt mich überredet. Hier kommt noch eine Kristallfabrik L dazu. Okay. Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. Unsere Zeit ist um. Ich würde also einfach sagen, aufgetankt habe ich. Mission ist auch erfüllt. Und deshalb sage ich einfach von hier aus, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.